Es ist noch ruhig auf dem Platz an der Ernststraße, das soll sich aber ändern. Das Topspiel in der Landesliga Staffel 2 steht an. Der dritte SC Borsigwalde empfängt den Tabellenführer BSV Heinersdorf. Die Gastgeber um Carsten Capelle haben in 4 Spielen nur eine Niederlage hinnehmen müssen. Das war ein 1:3 am zweiten Spieltag gegen die zweite vom TSV Rudow. Die Gäste hingegen können auf einen perfekten Saisonstart zurückblicken. 4 Spiele und 4 Siege. Sie starten besser in die Partie, doch die Chancen fällen. Die erste gibt es in dunkelblau Kevin Kummer mit dem Kopf, aber Philipp Hildebrand, der spielende Co-Trainer, rettet. Er ist in diesem Spiel in einer Doppelfunktion unterwegs, da Cheftrainer Markus Graf auf einem Trainerlehrgang ist. Danach gibt es eine Ecke für den SC Borsigwalde von der linken Seite direkt vor den Augen des Casinos und die kommt gar nicht so ungefährlich. Roger Büttner mit dem gefährlichen Abschluss, aber der Co-Trainer ist wieder zur Stelle. Er wird zum wichtigsten Mann bei Heinersdorf, weil Borsigwalde sich Chance um Chance erarbeitet in der Anfangsphase dieser Partie. Heinersdorf ist mehr mit Verteidigungsarbeit beschäftigt, der Ball kommt nie nach vorne, stattdessen kommt er zur Jüterbock auf der rechten Angriffsseite. Der hat die Optionen in der Mitte, macht es aber selber. Wieder ist Hildebrand die letzte Instanz. Jüterbock, ein Rückkehrer bei Borsigwalde, spielte zuvor beim Berliner SC und Alt-Lüdersdorf. Es dauert etwas, dann finden auch die Gäste aus Pankow den Weg nach vorne. Der Einwurf von Gottschalk endet erstmal in Chaos. Das macht sich aber Diallo zunutze. Die erste Chance für die Grünen verhindert der Mann in Gelb Steven Schulz. Diallo entfacht mit dieser Chance aber ein Feuer. Heinersdorf nimmt danach richtig am Spiel teil. Dadurch haben wir ein Topspiel an diesem Sonntagnachmittag. Der Ball landet auf der rechten Seite bei Done, der hat ganz viel Platz und sieht in der Mitte Florian Franz, sein Schuss ganz gefährlich. Aber Steven Schulz zeigt, dass er seinem Pendant auf der anderen Spielfeldseite mehr als würdig ist. Wenige Minuten noch bis zur Pause. Jetzt haben wieder die Heinersdorfer da Chancen plus Gottschalk findet Diallo. Doch auch diese Chance geht knapp vorbei. So bleibt es beim 0:0 zur Pause. Allerdings ist es eines der besseren Sorte. Viele Chancen und viel Esprit. Und es gibt ja noch eine Halbzeit, in der was passieren kann. Die erste Chance nach dem Seitenwechsel gibt es nach einer Ecke. Die kommt Richtung 5-Meter-Raum. Schulz faustet den Ball weg. Da gibt es schon die ersten Reklamationen. Der große Aufschrei kommt aber jetzt. Ho schießt Belfegas an. Karim Hornig zeigt auf den Punkt. Strafstoß für Heinersdorf. Es gibt natürlich Diskussionen, auch wegen der Situation im 5-Meter-Raum. Steven Schulz wurde möglicherweise bedrängt. Das Handspiel ist aber das, was gepfiffen wurde und das ist immer schwierig zu bewerten. Die Absicht spielt jetzt eine größere Rolle, die ist hier nicht der Fall. Trotzdem ist die Armbewegung unnatürlich und vergrößert die Körperfläche. Steven Schulz ist nun also richtig gefordert. Sein Kontrahent heißt Florian Franz. Seit 2014 spielt er bei Heinersdorf und diese Routine zahlt sich aus. 1:0 für die Gäste. Es ist sein drittes Saisontor. In der Blitztabelle verteidigt Heinersdorf nun die Tabellenführung. Der Aufstieg in die Berlin-Liga wäre ein großer Erfolg. Schließlich hat man die letzte gewertete Saison noch in der Bezirksliga verbracht. Selbiges gilt aber auch für den SC Borsigwalde. Die sind alles andere als begeistert von diesem Rückstand. Folglich heißt die Devise, alles auf den Ausgleich drängen. Der weite Ball auf den Flügel kommt erstmal nicht an. Im zweiten Versuch klappt es dann aber. Das hier war kein Foulspiel vorne Bilal Saad. Der passt auf Jüterbock. Und der macht das richtig stark. Weitergabe auf Enrico Gärtner. Und dann ist der Ausgleich passiert. 1:1 durch Borsigwalde. In Anbetracht des kompletten Spiels geht dieser Ausgleich auf jeden Fall in Ordnung. Besonders herauszuheben ist natürlich die feine Weitergabe von Jüterbock, der eine sehr starke Partie macht. Der Rest ist Formsache für den 22-jährigen Linksaußen. Er hat natürlich auch Glück, dass der Torwart da den Ball durch die Hosenträger bekommt. Enrico Capelle kann zufrieden sein, aber es geht noch viel mehr in dieser Partie. Freistoß von Xuan, der wird abgeblockt im Laufduell, schlägt er zwar Zahl an, doch diese Rückgabe gänzlich unbeholfen auf Jüterbock, der legt sich den Ball dann aber einen Schritt zu weit nach vorne. Aus diesem Winkel ist ein Abschluss natürlich ambitioniert. Es geht hin und her, der weite Ball erreicht Nils Senf, der setzt sich erstmal durch, passt auf Sagnic und dann wird es wieder kontrovers im Strafraum von Steven Schulz. Heinersdorf will den Strafstoß, doch Hornig sagt nein zum Unverständnis aller in Grün. Wir gucken mal aus der Hintertorperspektive drauf. Schrempf geht da schon etwas ungestüm rein gegen Sagnic. Man kann diesen Elfmeter schon pfeifen, aber eine klare Fehlentscheidung ist das ja auch nicht. Hornig rückt aber immer mehr in den Fokus in der Schlussphase. Dann ein Angriff von Borsigwalde. Belfegas mit viel Tempo und Diallo mit dem leichten Schubser. Belfegas geht zu Boden und Hornig pfeift. Und es wäre nicht diese Partie, wenn es danach nicht noch etwas Besonderes gäbe. Diallo hat nämlich schon gelb und sieht deswegen gelb-rot.
Er kann es nicht fassen, aber die Karte kann man durchaus geben. Der Schubser, so klein er auch sein mag, hatte nichts mit dem Ball zu tun und sollte nur den Angriff unterbinden. Dann gibt es den Freistoß. Zalan und Adi Güssel stehen bereit. Am Ende macht es Adi Güssel. Der nimmt Anlauf, macht es mit Gefühl und macht es fabelhaft. Wow! Was hat diese Partie denn bitte nicht? Tore, Strafstöße, Platzverweise und nun auch ein Traumtor kurz vor Schluss. Adi Güssel, der Neuzugang von Novi Pazar, avanciert zum Matchwinner. Natürlich hat er auch ein bisschen Glück, dass der Torwart sich hier ein bisschen verschätzt, aber trotzdem schießt er den perfekt rein, zur Freude aller, in Dunkelblau. Es ist der K.O.-Schlag für Heinersdorf. Danach gibt es nur noch eine Chance und zwar für die Gastgeber. Langer Ball auf Jüterborg, der hat dort die Chance auf sein eigenes Tor, aber Philipp Hildebrand verhindert das 1:3. Und danach kommt der Schlusspfiff und die Emotionen. Es ist noch früh in der Saison, trotzdem ist das ein ganz wichtiger Sieg für Borsigwalde. Sie stürzen den Tabellenführer mit 2:1, aber es gab auch einige Entscheidungen, die Diskussionsstoff bergen. Bei uns gibt es jetzt die Stimmen der Trainer. Tobias Tochalla hat sie am Mikrofon. Ja, hat Nerven gekostet, war für meine Begriffe ein hervorragendes Spiel von beiden Seiten. Auch wenn natürlich vielleicht spielerisch ein bisschen zu kurz kam, aber vom Kampf her, von der Intensität her, war es hervorragend. Aber wir laufen ja auch schon seit Wochen am Limit und wir haben 12 Punkte, also traurig sind wir jetzt nicht. Wir dürfen uns heute ärgern, ja, aber wenn wir den Grund abputzen, ab nächster Woche geht's weiter. Trotzdem verliert Heinersdorf die Tabellenführung nach diesem Spieltag. Die Frustration ist deutlich. Ganz anders sieht die Stimmung bei Borsigwalde aus nach diesem phänomenalen Spiel in der Landesliga.